mir nicht zu glauben, zu behaupten, ich würde lügen. So ein Arsch von meinem Vater. Nein, das kann kein Traum gewesen sein. Offenbar bin ich ja wirklich lange weggeblieben. Und ich war wirklich weg. Kein Mensch kann anderthalb Jahre lang träumen und dabei wirklich woanders sein. Nein, ich nehme das nicht als Traum hin. Es war kein Traum. Da muss mehr dahinter stecken. Harry Potter hat versucht, mich in seiner eigenen Welt umzubringen. Ich werde zurückgehen zu ihm und ihn umbringen. Wer ist da? Wer ist da? Ich weiß, dass Sie da sind. Versuchen Sie es gar nicht. Ich bin bewaffnet. Na, sieh mal einer an. Wow, chill dein Leben, Alter. Du hast mir jetzt meinen Namen Sascha genommen und willst mich damit umbringen? Sieh an. Harry Potter ist mir in meine eigene Welt gefolgt, um mich dort zu töten. Nein, das ist ein Riesenmissverständnis. So, ein Missverständnis. Es gibt ja so unglaublich viele Sätze, die wie "Ich bringe dich um" klingen. Aber du hast eine Sache vergessen, als du hierher kamst. Nämlich, dass diese Welt dir hier nicht gut tut. Was soll das heißen? Woher willst du das wissen? Ich bin echt blöd. Du bist halt einfach nicht für diese Welt geschaffen. Du existierst nicht mal wirklich. In dieser Welt, übrigens die einzige, in der es wirklich Leben gibt, existiert eine Frau, die hat deine Welt erfunden. Sie hat einfach Wörter niedergeschrieben und somit auch dich erfunden. Und so kannst du nur in dieser erfundenen Welt leben. Verstehe ich nicht. Stell dir das wie im Programm vor, das du entwickelst. Kennst du? Gut. Du schreibst den Quelltext für das Programm und erfindest quasi das Programm. Und dieses Programm kann dann nur auf einem Computer geöffnet und benutzt werden. Auf einem Blatt Papier zum Beispiel nicht. Und so ist das mit dir auch. Du wirst in eine erfundene Welt rein erfunden und kannst auch nur dort leben. Aber was, wenn alles, was diese Frau da schreibt, passiert? Und wieso kann sie da nicht abschreiben, dass ich auch in dieser Welt leben kann? Aus demselben Grund, aus dem du nicht einfach in den Quelltext eines Programms schreiben kannst, dass es auch auf einem Blatt Papier funktioniert. Also werde ich jetzt hier bald sterben. Wenn ich dich nicht vorher töte, ja. Und wenn ich hier dann sterbe, dann komme ich doch bestimmt in meine eigene Welt zurück, oder? Nein. Du müsstest jetzt einfach in deine eigene Welt zurückkehren. Und das kann, soweit ich weiß, deine Autorin auch schreiben. Ja, dann nichts wie hin zu ihr. Wie komme ich da hin? In Deutschland wohnt sie auf jeden Fall nicht. Du müsstest weit reisen. Ziemlich weit.